Sebastian Heumann, Presseerstsprecher der Feuerwehr Dortmund. Gegen 3:30 wurde die Feuerwehr Dortmund durch eine Brandmeldeanlage auf die Märkische Straße alarmiert. Doch bereits auf der Anfahrt wurde eine Verrauchung in einem Bereich des Gebäudes festgestellt und die Einsatzmittelkette wurde erhöht. Und das bedeutet, dass weitere Kräfte zum Einsatz hinzugezogen worden ist und insgesamt im Einsatz waren hier 3 Löschzüge der Berufsfeuerwehr, 2 Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr sowie 4 Rettungswagen, 2 Notärzte, der organisatorische Leiter Rettungsdienst und der leitende Notarzt. Auslöser war eine Verrauchung im Bereich einer Bankfiliale in diesem Gebäude und dort standen Geldautomaten und der Bereich war stark verraucht. Dennis Bürger, Polizeihauptkommissar. Ja, ungefähr so um 3:30 haben wir den Einsatz bekommen, dass auf den Geldautomaten hier eingewirkt wurde. Ob es jetzt sich um eine Sprengung handelt oder ob es anderweitig gewaltsam passiert ist, können wir aber noch nicht sagen im Moment. Der ganze Vorraum war so verraucht, dass man also in den Vorraum oder in den Geldautomatenraum gar nicht hineinschauen konnte. Wir haben Aussagen, dass Leute vom Tatort weggerannt sind. Soweit ist das ja dann bei so Tatorten nicht ungewöhnlich. Und wir haben daraufhin natürlich ganz umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, unter anderem, wie Sie auch mitbekommen haben, mit dem Hubschrauber und diversen Streifenwagen und Streifenteams hier vor Ort. Der Geldautomat ist definitiv beschädigt. Wie teuer jetzt so ein Geldautomat ist, das weiß ich auch nicht. Und den Rest, da müssen wir erstmal die Spurensicherung ranlassen, dass hier dann genau geschaut wird. Zu Beute können wir nichts sagen, da muss erst die Spurensicherung gucken. So nah waren wir jetzt mit den Einsatzkräften hier vor Ort gar nicht im Vorraum. Zum jetzigen Zeitpunkt steht nur fest, dass die Geldautomaten stark beschädigt worden sind durch eine Art von Einwirkung und dass dadurch eine Verrauchung in diesem Bereich zustande gekommen ist. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt. Ich will das dann sagen.